Okay, was ist der Boss? Ach, das Vieh. Ja, gut. Und jetzt, Schildlager? Ich probiere mal mit dem Schild zu killen. Als ob ich den jetzt mit dem Schild durch. Lol, ich laufe einfach dagegen. Komm, töte ihn. Töte ihn mit dem Schild. Das wäre. Ja, moin! Mit dem Schild gekillt. Ja, das muss man auch mal erstmal hinkriegen. So, wir haben 180.000. Wir könnten den Entenstrahl tatsächlich kaufen. Dann machen wir das einfach. Weil wir haben eh gleich eine Million. Ja, ja, ja. Dann können wir den wenigstens ein bisschen leveln. Hier. Ich glaube, am Ende explodieren die auch, also wenn man den auf eine höhere Stufe hat. Ja, das ist eine coole Waffe tatsächlich. Die ist sehr viel stärker als der Scharfinator. Wow, wow. Das Geräusch ist nur ein bisschen nervig. Bin ich einmal aus Versehen in den Laser gegangen. So. Zack. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Was ist schon die Endrunde? Ah. Also Leute, Zeit für die Auslosung. Ich ziehe jetzt meine Kartennummer aus dem Hut. Zerstöre deine Welttrophäe. Champion-Trophäe. Nice. Dann haben wir alles geschafft. Was kostet, was bringt jetzt eigentlich die Korktastisch noch? Bringt die noch so 100k oder 60k nur jetzt? 66, ah ja. Ja, könnte man machen, wenn man nochmal Lust drauf hat, aber... Ich bräuchte die 66k zwar, aber... Ich weiß ja nicht, wo man die Rieder herkriegt. Ja. Quarks Versteck, ja stimmt, da fehlt uns ja noch. Da müssen wir noch hingehen. Vielleicht kriegen wir auch was, wenn wir alle Bolts gesammelt haben. Dann erst die Rieder. Das ist sehr seltsam. Ich weiß noch nicht, wie man das machen soll. Da hinten gab es keine Möglichkeit. So. Okay. Ich gehe jetzt hier lang. Ob man von da irgendeinen Kack-Teleporter oder sowas machen muss. Ich weiß es nicht. Ach, man kann ja keinen Doppelsprung machen. Habe ich vergessen, sorry. Gibt es hier irgendwo ein Secret? Es wird mir auch nichts mehr angezeigt hier, ne? Ja, nur noch da hinten. Muss man sich irgendwo umdrehen? Und da runter jumpen? Plasmaspule. Was können wir noch leveln? Schildlader ist bald auf Stufe 2. Na komm, machen wir den Schildlader. Plumps, Plumps, Plumps. Und die geben noch viele Bolts, die Dudes. Oh, Mann. Hier muss man eigentlich gar nichts machen, ne? Hier kann man einfach durchlaufen. Jo. Oh, hi. Oh, lol, die One-Hitte, die. Als ob. Diese Waffe ist einfach overpowered. Huh? Huh? Huh?
Huh? Huh? Nein! Ich probiere es zu retten. Okay, hier kann man nicht retten. Mann, wenn man einmal von dem Kacklaser getroffen wird, ist man direkt weg? Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Naja. Huh? What the fuck? What? Wie? Als ob. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Hier. Was ist das denn für ein mieser Bolt? Hä, was ist da hinten? Du hast die Titansammler-Trophäe erhalten. Zurück zu deinem Schiff. Sie haben eine Trophäe verdient, gründlich. Aha. Und was ist da bitte? Was soll... Okay, wisst ihr was? On-screen gucke ich jetzt einfach nach, was zum Henker da sein soll. Wie heißt das nochmal? Tran-Asteroid, okay. Ratchet and Clank 3. Tran-Asteroid Secret Area. Keine Ahnung. Tran-Asteroid. So. Bla bla bla. Ja, okay. History brauche ich nicht. Geografie. Ja. Located. Quarkshider is a large yellow tower. Ja. Front entrance. Landing pad. I'm close to Quarkshider. Gadget from PDA Path. Ja. Was ist das denn? The end is a small room with a teleporter back to the most notable the on yeah, Gadget from PDA. Path to Underground Caverns? Hä? Okay, hier finde ich jetzt nichts zu. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, das Pad, das will ich aber nicht. Ich will wissen... Titanium. Kill the Snowman. Break the Dan? Okay, man kann einen Schneemann killen. Kann ich den Schneemann denn killen? Trophies. Ja. Und wo kann ich diese Trophy bekommen? Kann ich die irgendwie anklicken? Nee, kann ich nicht anklicken. Wow. Trophy. Ich gehe mal auf den Trophy Guide. Vielleicht findet sich da ja was. Vielleicht. Ach nee, das ist das. Nee, das will ich nicht. Obwohl doch, vielleicht ist das diesen Kill the Dan. Challenge Mode. Ne. Oh, was ist das denn? Visit the Museum? Insomniac Museum Level. Aha, you can now use special teleporter. Von der Phoenix aus kann man zu einem Museum kommen. Ach so.
Special Teleporter in Metropolis. Hey! Start of the Level and Titanium Bolt. Aha. Da ist das Insomniac Museum. Dieser Teleporter ist nur um 3. Was? Um 15 Uhr ist der offen? Es ist gerade 15 Uhr bei mir. What? What? Was? Als ob. Der ist nur um 15 Uhr verfügbar? Was ist das denn? Okay, dieser Bereich ist anscheinend, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Vielleicht diesen Schneemann. Vielleicht hängt das ja mit diesem Skillpunkt zusammen. Ich guck mal nach. Ratchet and Clank kill the... kill... Hallo, kill... Dan. Da. Trophy. This skill point obtaining quarks are play through the level until you swing across. Ah, Mann, geh weg, Cookies. Nein. Ich will nichts davon haben. This skill point obtaining quarks are play through the level until you swing across two swing shots. Kill the quark and instead make it follow the building on the right. There's a gap. And the wall of the right of it. Double jump. Onto your wall and jump. Ah, okay. Man muss tatsächlich einen Doppelsprung machen. Okay, wir gehen da jetzt hin. Warte, kann ich auch andersrum? Nein, geht nicht. Oh Gott. Was ist denn die Räder? Ich verstehe es auch nicht. Kriegt man die erst, wenn man... Kriegt man die erst später, oder? Keine Ahnung, ne? Ja. Nervt nicht. Okay. Anscheinend muss man... einfach einen normalen Doppelsprung machen. So, die ignoriere ich einfach gekonnt. So, weg mit euch. Ja, hat nicht funktioniert. So. Ja, moin. Okay, das ist die Trophäe. Ich muss einen Stilpunkt bekommen. Mehr ist hier nicht. Als ob das nur für eine Kack-Trophäe war. Okay. Warte, wie viel Uhr haben wir? Ich will das nochmal gucken. Okay, es ist 15.38 Uhr. Müsste ja dann theoretisch noch offen sein, oder? Deswegen ist das Ding hier auch da. Ist es jetzt besser oder schlauer nach vorne zu gehen, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. In Ruhe. Ah ja, okay, es ist einfach noch hier. Okay, ich hätte jetzt noch die Bolts abfarmen können, aber... Alles klar, das war nur für eine Kack-Trophäe.
Aber du musst da auch richtig genau springen, sonst verkackst du das. Was ist das hier? Ach, zum PDA. Ja, nee. Lass mal. Ja. Metropolis. Vielleicht muss ich die PlayStation kurz auf 15 stellen. Damit wir mal da rein können. Dann machen wir quasi eine Special-Folge. Ich werde auf jeden Fall nicht alle Skillpoints sammeln, weil die sind verrückt. Bis zum geht nicht mehr. Weil ich bin mir sicher, dass Regent Clank nach dem Nefarius-Dings Ende zu Ende sein wird. Enden wird. Okay, ich hatte aber doch recht, dass das hier mit einem Secret ist. Wow. Aua. Danke für die Scheiben kaputt machen. Teleporter-Defekt. Okay, ich setz mal. Kann ich das aus dem Spiel rausmachen? Einfach die Einstellungen. Datum und Uhrzeit. Natürlich. Ja. Und Ken, wie erreicht man dieses? Warte. Nee, das will ich ja nicht. Ich will das da was vorher. Das, was vorher da war. Dieses Metropolis Geheimding. Regent Clank 3. Museum. Museum, ja. Wie kommt man da rein? Ja, ich will selber herausfinden. Ja, bla 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 bla. Console's internal clock is set to 3 a.m. Okay. Das heißt, ich muss da kurz raus. Ich muss das Spiel jetzt speichern. Okay. Option speichern. Und dann muss ich die Uhr auf 14.55 Uhr stellen. Und dann genau um 15 Uhr öffnet sich das. Alter, was ist... What? Wie soll man das denn jemals raffen? Wie zum Henker willst du das machen? Okay, ich muss das Spiel beenden. Ja. Gespeichert ist. Na trotzdem, wie soll man denn darauf trotzdem noch kommen? Okay, machen wir 2 Minuten. So. Okay, 55. Spiel starten. So. Kann ich das bitte alles skippen? Ich muss das alles skippen, bitte. Skip it. Auch die Idle Minds, bitte. Und dieses Logo, aber ich kann es nicht skippen. Insomniac, ja. Wir wissen, was in dem Museum drin ist. Ja. Nein, nein. Hä? Da, 3. So, das kann ich skippen hier. Mit Start, anscheinend. Ich drücke die ganze Zeit Start einfach. Ja. So, wie viel Uhr, wie viel Uhr, wie viel Uhr? 14.56? 2.56, okay. Da müssen wir noch 2 Minuten halt warten. Ich kann es natürlich perfekt einschätzen. Lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig. Wenn es dann genau 3.01 Uhr ist. Hi. Au. Und können das Schiff da abschießen. Stilpunkt. Ich glaube, das ist kaputt, ja. Nee. Habe ich mir noch gegönnt. Ich habe ja gesagt, man kann das Quarkschiff abschießen.
Uhrzeit? 57, okay, es ist gleich 58. Das ist aber nervig, dass man hier nichts machen kann in der Zeit. Ich kann nichts machen. Doch, ich kann mal probieren, wie groß das schwarze Loch hier wird. Ja, ist schon heftig. Boah, es sieht wirklich aus wie so ein schwarzes Loch. Guck mal, ich wabbel da. Hä? I? Hä? Das ist ja nice. Schild. Komm, ich mach mein Schild an. Rausschmeißen. Uhrzeit? Ich bin so ungeduldig. 58, okay. Teleporter-Defekt. Ah! Kann ich noch irgendwie Bolt sammeln? Nein. Da nicht. Defekt. Immer defekt. 58 immer noch. Mist. Warte, kann ich das nicht die ganze Zeit so machen? Dann sehe ich doch, wie weit es geht. Nö, es geht doch einfach dann weiter. 58? Die Zeit müsste sich ja bewegen. Ja, 59. Okay, 60. Noch 60 Sekunden. Okay, Welche Folgenzeit ist das? Also bei mir steht halt 54 Minuten, weil ich, ne, sind ja, ich nehme das ja am Stück auf. Okay, noch 40 Sekunden. 40 Sekunden. Okay. Jetzt noch 20. Komm schon. Nächstes nur noch 10 Sekunden. Da wird das denn punktgenau einfach gemacht? Das heißt, ich muss ja eigentlich hier drauf stehen bleiben wahrscheinlich, oder? Und du wird das erst aktiviert, wenn ich... Insomniac Museum! Da ist es! Okay. Und das ist ja ein ultimatives Secret. Holy moly. Oh, lol, sogar der Insomniac-Mond. Der vom Logo. Oh, wie geil. Die ist ja mega nice. Ich war hier noch nie drin. Alter, wie riesig. Die Musik ist ja cool. Okay, da kann ich nicht rein. Was ist das denn? Oh, cool. Was sind das denn für Viecher? Das sind bestimmt noch so Modelle, ne? Okay, man kann auch noch auf die... Oh, lol. Okay, das ist lustig. Ich kann einfach die Schwerkraft wechseln. Hilfenachricht. Gestiftet von Scott Reeser. Ursprünglich sollte dieses Monster in Mehrspielerpartien erscheinen, sobald ein Team alle Knotenpunkte auf dem Schlachtfeld angenommen hat. Im Endeffekt mussten wir darauf verzichten, weil es sich als zu komplex erwies. Ha! Hä? Was haben wir hier? Ach, das ist der Florana-Dschungel. Ja. Hier? Auch, okay. Wer bist du? Wer ist das denn? Ach, das ist ein Hund! Ein Hundi! Was ist, bist du? Zum Transporterraum. The Joaquin. A great drawing by Joaquin Bellow served as the inspiration for one of the gladiator enemies. Ah, lol. Cool, das sind die Gladiatoren. Ach, das ist eine Kinderzeichnung, guck da. Und dann wird das daraus gemacht. Oh, wie nice. Okay, hier ist ein Hacker. Komm, der hat nur grüne Punkte, oder?
Nein. Hier gibt es tatsächlich noch ein Minispiel, als ob. Und wie viele, Alter? 15 muss man sammeln direkt. Okay, die erste Stufe ist durch. Wie viel hat der? 4, oh, natürlich. Nein, falsch. Alter, wie viele blaue kommen denn hier? Nein, 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 ich hab's gerade gesehen. Warum habe ich nicht drauf geschossen? Ah, ich habe das irgendwie als nicht. Ah, naja. Zum Glück wird man nicht komplett zurückgesetzt. Natürlich. Na, ist nicht so schlimm. Oh Gott. Das ist mega schwer. Das ist schwieriger als das damals, wo wir da 20 sammeln mussten. Aber okay, ist ja auch hier super secret area, ne? Würde ich mal sagen. Ja, warte. Erstmal den da wegmachen. Alter, ist das verrückt? Oh, da war gerade ein roter Fass. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen einfacher, sehe ich gerade. Oder? Ja. Das war ein bisschen einfacher. Oh Gott. Das ist halt so ein Zombie-Humor. Okay, hier kann man noch an die Wände latschen. Das bringt halt gar nichts. Die Musik auch, wer bist du? Die Schiffe von Mike Stout, Hilfenachricht. Da die Gegner in den Quark-Videospielen nur so klein zu sehen sind, haben wir hier noch sie einmal in größer abgebildet. Ah. Stimmt. Wie die am Dancen sind. Cool. Ah, hier ist es. Oh! Also, wie kannst du dich zerstören? Nein! Weil da war früher, jetzt sollen wir die Spielpyramide verwenden. Quark Videospiel ohne Namen. Videospiel 1, Sonderausgabe. Okay. Jetzt kannst du die ursprünglich ungeschnittene, unzensierte Version von Quarks Videospiel Nummer 1, die Beute im Auge des Betrachters, spielen. Das Spiel ist umfangreicher und enthält Captain Blackstar, der aus der Kurzfassung gestrichen wurde. Oh, auch ein komplett neues. Oh, denn Level ohne Namen war das erste Level, der für die Quark Videospiele entworfen wurde. Daher in einem sehr frühen Stadium entworfen wurde, gingen viele Konzepte einfach nicht aus, weshalb wir diesen Level rausgeschnitten haben. Für historische Zwecke ist er hier aufbewahrt. Okay. Videospiel 1 Sonderausgabe. Wie geil! Als ob wir jetzt hier noch ein Secret Level hier bekommen. Das Ungeschnittene. Also es war einfach zu lang. Und deswegen mussten sie das ändern. Kriegt man eigentlich auch nochmal hier, okay, hier ist kein rotes Dings. Das wird wahrscheinlich auch super schwer sein hier, ne? Weil es so ultra lang ist. Ich meine, wenn man hier sogar sammeln kann, dann kriegt man wahrscheinlich am Ende noch was. Okay.
Okay, da ist nichts drin irgendwie. Nein! Oh. Komm bitte spawn wieder. Okay, die roten Dinger gibt's hier gar nicht. Oh, deswegen wurde das rausgeschnitten, weil das einfach zu lang gedauert hat. Oh, lol. Jetzt muss man hier auch noch Wandsprünge machen, tatsächlich. Okay, das ist wirklich zu lang. Ah, doch, hier gibt's rote Dinger. Okay, ich verstehe, warum sie es rausgenommen haben. Es dauert einfach viel zu lange. Ich habe schon über eine Minute verbraten. Okay, ich habe auch eben gefällt ein bisschen, aber... Aber trotzdem... Boah. Ich wollte nur gerade gucken, ob da oben was ist. Ich glaube aber nicht.